Als könnte ich euch nichts mehr beibringen. Ich sag Antonio Bescheid. Erledigt eure anderen Aufgaben. Bald ist es geschafft. So, nach dieser Mission hat Ezio sie dann genagelt, nur das hat jetzt keiner gesehen. Ich schätze mal, ich war wieder falsch. Nein, natürlich nicht. Oh Gott. Ich muss unbedingt mehr Fahndungsplakate und Shit finden. Ich muss das scheiß Fahndungslevel wieder loswerden. Nein, komm, wo kommt der? Wo kommt der? Gott. Bist du ein Ausbreiter? Bist du ein brennender Psycho? Verdammt! What the fuck, wo ist das mit mir? Ihr kriegt mich nicht! Ach ja, du bist ja, bin ich ja alleine hier, du bist ja noch. Ich komme. Aber lustigerweise fliegt dieses Mal niemand aus dem Spiel. Woran liegt das wohl daran, das Grievous Host? Interessanterweise ja. Ich bin bis jetzt noch nicht rausgeflogen. So, gucken wir doch mal. Aber Madmail spawnt hier nicht. Das dauert noch ein bisschen. So, Cutscene. Bitte, herein! Dank eurer Arbeit sind wir wieder so stark wie zuvor, Ezio. Wir sind jetzt bereit. Sagt mir nur, was getan werden muss, und ich erledige es. Ihr nährt euch von oben, im Schutze der Nacht. Emilio hat rund um den Palazzo Schützen postiert. Tötet sie. Aber Schutt ist leise. Sobald sie fallen, werden meine Männer sie ersetzen. Was ist mit den Waffen? Habt ihr die Bogenschützen erledigt, formieren wir uns vor diesem Gebäude neu und planen die nächsten Schritte. Hilf mir! Kein Problem. Ich erledige die Bogenschützen und komme zurück. So machen wir es. Nein! Hals und Bein. Ja, jetzt könnt ihr wieder reden. Ich hab Grease aus Versehen getötet. Ich bin voller Schuld. Was hast du getan? Madman spackt voll ab, gell? Das hat er bei uns auch gemacht. Ist voll komisch. Aber bei uns hat es niemand gesehen, weil wir alle alkoholisiert waren. Das ist hier nicht schlecht. Durch die Kanäle an. Hilfe. Alarm. 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 Drei Leute. Alarm. Alarm. Drei Leute ein Gedanke. Alarm. Okay. Boah, ich pack da auch mal rum. Medizinische Hilfe. Bist du betrunken? Nein, ich bin nicht betrunken. Ich kletter nur auf Gebäude. Das heißt nicht, dass ich betrunken bin. Ezio ist kein Alkoholiker. Was ist? Siehst du es bei dir nicht? Ich pack das nicht bei dir ab. Nein. Du sollst rennen. Komm, ich pack das davon ab, wenn ich hier drauf stehe. What the shit? Du siehst das nicht, nicht wahr? Was hast du? Ich seh nix, ich seh nur deine Emotionen, Gesicht und deine zwei Frames. Okay, aber irgendwie ist das bei dir buggy, warum auch immer. Na, wenn man, wir haben den Batman gesehen und wir haben diesen neuen schönen Bug mit mir gerade gesehen. Solange die Leichen alle im Wasser verschwinden, ist das gut. Und wir haben einen Roboter, Daniel.
Was? Auch nicht, du hast gerade nur eine ziemlich robotische Stimme. Nicht von Ja, okay, dann ist mal wieder die Verbindung schlecht. Warum auch Nein, bei mir bist du normal. Und ich hab Panzer auch kaum noch. Immerhin verstehe ich Klapp-Blend. Ah, jetzt haben wir das. Grievous fliegt zwar nicht mehr aus dem Spiel, aber dafür versteht er uns auf Skype. Ne? Ja, Klapp-Klapp 2.0, ich weiß, was du meinst, aber ich höre gerade auf Klapp-Klapp 1.0 zu. Wir kriegen dich doch! Penis. Denkst du, lass mich zu einem Zweikampf-Duell aushalten? Nein, ich schlaf grad nicht ernst mit dir zu, aber das ist natürlich ziemlich gut an. So, okay. Jetzt muss ich in den Palazzo. Wie komme ich da jetzt am geschicktesten rein? Durch Geschick. Danke, Grievous. Jetzt wird mir auf einmal alles klar. Ja, ich höre dich immer wieder etwas klarer. Ja, Daniel. Ja. Ja, Daniel, weil wir ja noch unerledigtes Business mit Mörder Schatten haben. Ich schlage dir einen Deal vor. Der Teufel will dir Hallo sagen. Einen dealischen Deal. Oh ja, da bin ich mal gespannt, was du mir für einen Deal vorschlägst. Du machst das, was du mit Grievous gewettet hast. Das Star Wars Gedöns. Star Wars Gedöns? Ja, hast du mit Grievous gewettet, dass du Star Wars The Force Unleashed machst. Mit ihm als Gastkommentator. Ja, hatte ich ja erledigt. Alter, was meinst du? Ich hab ja gewonnen. Ah, ich kann es trotzdem machen. Abwechslung, dass hier was Neues. Dann würde ich Sonic Boom machen. Was ist denn Sonic Boom? Sonic Boom ist the best scenic game ever. Steroid Nest. Achso, das hast du ja was schon gesagt. Ja, aber ich fand das gar nicht mal so schlecht, so ein Scheiß. Also das, was ich gesehen habe, das hat jetzt nicht verkehrt ausgesehen. Aber eigentlich wollte ich mit Grievous Batman Arkham Asylum machen. Habe ich auch viel mehr Lust drauf, um ehrlich zu sein. Aus der Vorsicht nicht, habe ich gerade irgendwie nicht so viel Lust. Haha, Grievous, okay, machst du den Batman, mir egal. Aber die Frage ist, do you want the Sonic Boom or do you want the Sonic 06? Was ist denn aus? Sonic Boom. 06 habe ich ja ein paar 10 angesehen. Alter, nee, ist ja... Dann bringt's jetzt für die Krüger in Tränen, aus, wenn er das sieht. Ah, wieso, was? So, warte, ich hab noch irgendeine... Oh, da drüben habe ich noch eine Mission. Los, mach den Strom an. Boah, das war knapp, Ezio. Okay, ich mach mal den Scooter an. Okay, die Mission, Die Mission haben wir auch noch angenommen. Hoppa. Ja, die Stromgeneratoren, ja. Ja, Stromgeneratoren und der Claptrap, und das war's dann eigentlich. Dann dürftest du wieder mit mir und mit uns allen im selben Level sein. Und wenn nicht, dann hostet das halt eben der Grievous. Oh nein, bitte nicht. Beim nächsten Mal. Dann kackt er echt alles ab. Kannst du nicht machen. Na klar, wir müssen auch PS3 fair darstellen. Nichtsnutziger, irgendwas. Schnell! So. Cutscene. Gut gemacht, Ezio. Es läuft alles wie geplant. In diesem Moment ersetzen meine Männer die getöteten Bogenschützen. Der Weg zum Palazzo steht nun offen. Aber nicht das Gebäude selbst. Emilius Wachen patrouillieren noch. Nehmt meine Männer. Sie können die Wachen ablenken und euch den Kampf ersparen. Und wenn es Zeit ist, das Gebäude zu stürmen, denkt an unser Training. Seid bedächtig, Ezio. Wir erwarten eure Vollzugsmeldung. Vollzugsmeldung. Hatten wir die Klippe repariert? Ja. Hast du das mit dem Strom schon gemacht? Na, ich bin hier gerade am Kicken. Strom auf dem Dach einschalten und Strom am Motor einschalten. Moment, Cliffrip. Jetzt habe ich das schon hier schon erst erledigt, ne, egal. Dann eben mal aufs Dach. Ey, tu nicht so, als ob du da nicht hinkommst. Ezio. Ezio.
Nee, weil, wie gesagt, Batman Arkham Asylum hatte ich geplant, weil da bin ich momentan wieder voll dran. Because you're Batman! Weil ich das Spiel echt geil finde. Ein kleiner Rückschlag, das hält uns nicht auf. Dieser arme, irre Antonio und seine Diebe. Vergesst sie, es ist der Assassino, um den ihr euch sorgen solltet. Warum? Ist er in Venedig? Er ist schon seit Wochen hier. Wie konntet ihr so blind sein? Anders als ihr hatte ich zu tun. Irgendjemand muss doch die Waffen an unsere Brüder in Florenz liefern. Ja, wir haben gesehen, was dabei herauskam. Genug der Spitzen. Was genau wollt ihr, Carmo? Der Meister wollte ein Treffen einberufen. In 3 Tagen bei Santo Stefano. Sehr gut. Ich bin da. Falls ihr dann noch leben solltet. Wenn ihr einen Rat wollt, macht der Tag einen weniger auffälligen Ort. Seta ist nicht sicher. Seta ist eine Festung. Wenn ihr das sagt, lebt wohl, Emilio. Cazzo, was, wenn er recht hat? Du, ruf mir mein Boot. Es kann nicht weit sein. Wenn es kommt, ladet die Kisten auf und seid bereit. Ich bin bald zurück. Wenn Carlo recht hat, muss ich mir ein Versteck suchen. Nur bis zum Treffen. Dann erledigen wir den Assassinen. Er arbeitet mit Antonio zusammen. Das heißt, die Angriffe... Nein. Ich habe zu hart dafür gearbeitet. So, okay. Cutscene vorbei. Da! Da! Pack ihn! Wache! Wache! Wo ist denn jetzt? Dieses Mal Emilio. Kommt er nicht. Wo ist Emilio? Da ist Emilio. Und ich lauf nur ein bisschen rum in letzter Zeit, beim Generator. Ah! Ezio! Lauf! Hör auf, scheiße zu sein. Wenn ich jetzt den Typen als Ziel markiert hätte, wäre das alles ein bisschen leichter. Zack! Hab ich. Habt keine Angst. Ich spüre keine Angst. Nur Bedauern. Ich wollte Einheit. Stabilität. Ordnung. Aber der Preis war zu hoch. Fortschritt erfordert Opfer. Ich tue das hier nicht gerne, doch. Es gibt keinen anderen Weg. Hast du den Soldatenplatz mit dir angeschaut? Was für ein Platz? Hast du deine Kaching schon? Ecke. Ich hab hier jetzt ein Tor reingestellt und jetzt noch ein Level 19 der Klassmann gewohnt. Kommt, öffnen wir das Tor für Antonio. Setta ist gefallen und Emilio Geschichte. Das verdanken wir euch, Ezio. Geht! Holt Emilios Banner ein. Bringt zurück, was er dem Volk gestohlen hat. Sagt mir, Ezio. Wie kann ich euch für eure Hilfe entlohnen? Geld ist nie verkehrt. Das ist einfach. Was noch? Emilio traf sich mit einem Mann namens Carlo. Er sah aus wie ein Würdenträger. Kennt ihr ihn? Carlo Grimaldi. Er sitzt im Rat der 10. Warum fragt ihr? Was habt ihr vor? Ich muss einem Treffen beiwohnen. Und das nächste Kapitel ist beendet. Sequenz 7. So gesehen bist du jetzt wieder mit uns gehauft, oder? Ja, Level 22. Die Mission ist gut, hatten wir angenommen. Auch ja, die geht's Tike gut, die habe ich angenommen. Ja, ich hatte ja noch eine Scooters gebaut, der Autoträger und deswegen. Ja, das machen wir dann das nächste Mal. Warte mal. Jetzt gucken wir mal. Jetzt lade ich dich mal in die Lobby an, dass er hier ist.
Und wir sind hoch oben auf einem Turm. Ich denke, das ist ein guter Platz, um diese Aufnahmesession für heute zu beenden. Weil um 19 Uhr muss ich ja schon woanders sein. Es ist ja schon so spät. Wir haben schon 18.10 Uhr. Ui. Und ich habe schon eine halbe Stunde Fahrt. Von daher, jo, ihr habt das ganze Borderlands in der Zeit noch nachgespielt. Ich habe noch ein bisschen was in der Hauptstory gemacht, bin jetzt in der achten Sequenz. Ich würde einfach mal so sagen, beim nächsten Mal kann man ja mal wieder gucken, ob man ein bisschen mehr Nebenmissionen macht, wobei hier jetzt momentan zumindest nicht viel zu holen ist. Komm schon, Grievous. Bei Codex Habt ihr eine Einfrage ja eigentlich angenommen? Ja. Spiele wird gespeichert, Speicherfang läuft, Festplattenkontrolle ist links, ich ausschalten und warten. Haben wir vielleicht von dem Typen, den wir killen müssen, noch... Ja, da muss ich wahrscheinlich das Spiel auch noch werden. Carlo Grimaldi. Nee, scheint nicht so. Als ob wir von dem schon ein Video hätten, oder? Ja. Datenbank, Menschen, Ziele. Nein, von Carlo Grimaldi haben wir noch kein Video. Alles klar. Dann habt ihr noch irgendwelche abschließenden Worte? Tschüss, was nimm endlich mal an! Ja. Da ist eine Einladung. Tschüss, ich nehme jetzt schon zum dritten Mal an zum Eintreten. PSN macht irgendwie gerade noch ein Misch. Macht's jetzt was. Nothing happened. Previous, dein PSN ist super. Du hast das beste PSN der Welt. Sag ich dir jetzt, so, wo wir so unter Vertrauten sind, sag ich dir das so ganz offen und ehrlich, dein PSN ist saugeil. Also ich... Oh yeah. Ja gut, das waren eure letzten Worte, dann würde ich einfach mal so behaupten, bis zum nächsten Mal. Wir haben jetzt wieder 50 neue Projekte geteasert. Also einmal ein Uncharted LP, was erst in 3 Jahren erscheint, und ein Batman Arkham Asylum LP. Was früher erscheint. Und ein Borderlands 2 LP. Was früher erscheint. Ja. Und Patzer hat ein LP angekündigt. Und ich kann irgendwie keine von Patzers Nachrichten annehmen. Naja, okay. Wundervoll. Bis zum nächsten Mal. Tschö. Tschö.